Ein rechteckiges Stück Stoff mit den Maßen 32 Dezimeter auf 25 Dezimeter enthält isometrische Rauten, von denen einige schwarz sind, wie in der ungenauen Abbildung unten. Wie groß ist in Quadratdezimetern die Fläche, die von den schwarzen Rauten eingenommen wird? Die Maße von diesem Rechteck sind 25 Dezimeter auf 32 Dezimeter. Wenn man diese rote Linien einzeichnet, so erkennt man dank dieser Maßen, dass die kleine Diagonale einer Raute 5 Dezimeter misst und die große Diagonale einer Raute 8 Dezimeter misst. Also so. Der Flächeninhalt von solch einer Raute wird also berechnet durch die kleine Diagonale 5 mal die große Diagonale 8 geteilt durch 2. Also beträgt der Flächeninhalt solch einer Raute 20 Quadratdezimeter. Und da 6 Rauten schwarz sind, ist der gefragte Flächeninhalt 6 mal diese 20 Quadratdezimeter, also 120 Quadratdezimeter. Demzufolge ist Antwort E die richtige.